Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Uncharted 4. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Oh. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Hey, das ist eigentlich eine gute Überlegung, ja. Ich glaube nicht. Oh. Da war Munition. Kaliber 45? Hat er nicht die andere? Oh nein, er hat die normale. Mist. Hedwig haben wir. Scharfschützengewehr. Nein, ich möchte diese Schnellfeuerwaffe. Oder die. Die ist auch gut. Okay, dann brauche ich die anderen gar nicht suchen, weil die ist noch geiler hier. Aber kannst du erstmal wegstecken, genau. Komm schon wieder. Und zack. Und gib ihn. Alter, was ist da im Wasser? Einfach nur... Oh ne, es sind keine Kisten, das ist irgendein Bauwerk-Dings, ey. Als wenn da ein Tor war früher. Okay, werden wir bestimmt noch sehen, was das auf sich hat. Da ist der Aufzug. Ja, wir müssen durch die Stromschnellen. Gibt's im Auto Rettungswesten? Also hier runter. Wird schon schief gehen. Keine Chance, die Strömung ist zu schnell. Ja, was denn? Also bis hierhin kommen wir ja. Da reinzufahren wäre dämlich, oder? Ich mach's einfach mal. Wow, Moment! Ah, so. Ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durch Schleusentor. Hier durch? Dafür müssten wir das erstmal aufmachen. Aber ich komme nirgendwo hoch. Da ist was zum Hangeln. Zack. Wow. Das hat doch geklappt, ey. Na, dann mal hoch. Ah, kann man es hier gleich aufmachen? Dann mal los. Super. Oh. Sieht so aus, als wenn dahinter dicht ist. Hey Nate, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Von der anderen Seite, lass mich warten. Juhu. Man ahnen können. Ja, aber hat doch geklappt, das hast du. Hinter Tür Nummer 2. Sieht auf den ersten Blick besser aus. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Hey, aber kann man hier durch? Nein? Schade. Na, dann komme ich wieder runter.
Nicht die Seilwinde. Ach, du spinnst doch. Alles gut. Oh. Was gibt's da? Da ist hinter der Tür. Ich will noch mal kurz gucken, Schatz. Warte. Hier sind doch bestimmt irgendwo noch Schätze, ey. Ich will das Spiel nicht irgendwann durchgespielt haben und die sagen mir, oh, du hast 80% aller Schätze liegen hier. Das super. Dass ich niemals 100% erreichen werde, ist klar, aber... ich will wenigstens a little bit. Auch Nate, Mann. Ja, dann gehen wir lang. Da hoch geht's ja auch nicht weiter. Weil wir müssten bestimmt da lang. Aber das ist ja wieder Brücke. Ah, da hoch vielleicht. Oder wahrscheinlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ey. Fahren wir mal dahin. Da kommen wir da hoch. Was ist los? Zu viel Schlamm. Ich muss außen rum. Ach ja. Aber hier geht's nicht weiter. Oh. Oder doch? Dann mal los. Verdammt, das war knapp. Fast knapp. Wir müssen schneller sein. Ja, aber ganz ehrlich. Ah. Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Gute Idee. Und dann mit Anlauf. Wart's ab. Festhalten. Ach, geschafft. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Also, ich bin sogar überrascht, Alter. Man würde nie glauben, dass hier einer im Auto lang fährt, oder? Und wir sind oben. Auf der Seite. Hey, da ist eine Leiter. Ob es da was Interessantes gibt? Was ist? Wolltest du was sagen? Wer hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzug. Wärter. Typ. Hausmeister. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Na, dann lesen wir mal. 5. Juni 1718. Eine weitere Ladung unbeschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts. Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme im schroffen Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt, dass mich jemand wie einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte, aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Tu. Es war das erste Mal, dass ich einem der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr korrektes Gewicht prüfen wollte, aber er sagte mir mit Nachdruck, dass dies nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kisten werfen, bevor Gründer Tu mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte. Ich habe Eleanor nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack widmet. Aber ich muss es meinen Freunden sagen. Die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden. Sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben und die anderen zu informieren.
Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Okay. Schön, dass wir ab und zu mal so ein paar Schriftstücke finden. Schatz! Wuhu! Genau sowas habe ich gesucht. Aber auch selbst die Schriftstücke, die sind immer echt toll, finde ich. Da noch hoch? Lohnt sich nicht, wa? Komm mit, ich bin fertig. Hast du das Auto angelassen, Nate? Naja, besser als wenn er gleich nicht wieder anspringt. Kommst du nur, oder was? Nein, das ging schnell. Wie stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Alter, wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht mal, wo ich hinfahren soll. Hier, oder was? Okay, passt sogar. Aber du fährst in der bestimmt gleich wieder hin, ne? Hey, erstmal kannst du mir aufmachen. Helfen? Und hopp! Oh, Mist! Ich halte hoch! Hol den Wagen! Das ist... Fuck, ey. Okay, das ist schon mal. Ist das schön. Und jetzt funktioniert das. Okay, wenn das mal gut geht. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Krass. Ohne irgendwelche Zwischenfälle? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ey. Wow. Das Holz sieht auch so scheiße morsch aus. Wie auf einer Postkarte. Ja, geil, oder? Ja, Libertalia. Wunderschöne Landschaften. Und Schießereien auf Leben und Tod. Und der Rattenfelsen. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Und sag das nicht so. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Ja, klar. Hast du dich so... Ja. Klar. Okay. Und los. Okay. Weißt du, selbst wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Okay. Aber die Zeichen stehen ja ganz gut, ich glaube. Nächster Halt, New Devon. Ab jetzt machen wir halt alles zu zweit. Uncharted 5? Nein, wird es ja leider niemals geben. Naja, man soll niemals nie sagen. Ne? Ich dachte, hier oben ist vielleicht noch was, aber sieht eigentlich eher nicht so aus. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Es war gerade eine sehr hübsche Aussicht. Total tolle Musik gerade. Also ist doch perfekt für ein Folgenende, oder? Die beiden werden sich wieder vertragen, da bin ich mir sicher. Arbeiten ja auch jetzt schon wieder toll zusammen. Und wir werden in der nächsten Folge erfahren, was für Abenteuer
wir noch bestreiten dürfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.